Alter, was? Was hast du gerade gesagt? Was ist denn das hier? Du bist so ein Dulli, wirklich. Oh mein. Dann meinte er so, doch, das muss er machen. Keine Ahnung, er hat es gemacht und jetzt ist sie kaputt. Bevor wir ihn fliegen lassen. Guten Morgen, du Freund. Hallo. Oh, damit auch herzlich willkommen. Nee, einen fröhlichen Morgen an euch wollte ich sagen, Freunde. Was geht ab? Wir sind noch schwer müde von gestern, aber es war ein wunderschöner Abend. Wir haben wirklich echt sehr, sehr viel Spaß gehabt. Meine Eltern haben sich auf jeden Fall sehr gefreut, war ja ein Geburtstagsgeschenk für Mama. Die haben sich auf jeden Fall sehr gefreut. Wir waren vorher lecker essen, dann Starlight Express. Dann durften wir noch hinter die Bühne und so. Das war schon cool, Freunde, ne? Jetzt gibt's einen eiskalten Eiskaffee, denn draußen ist komplett beschissenes Wetter. Also es ist wirklich durchgehend am Regnen die ganze Zeit. Aber so ist der Frühling, ne? Kannst du nicht machen, ne? Der macht, was er will, du. Ihr kennt ja mit Sicherheit alle noch diese Cap, ne? Das ist lange Zeit meine absolute Lieblingscap gewesen. Ist auch immer noch eine meiner Favorite Caps. Aber ihr seht hier hinten fehlt ein Clip. Deswegen habe ich mir etwas von Amazon bestellt. Und zwar so ein Ersatzset. Genau für sowas anscheinend. Okay, die sehen so aus. Damit kann ich auf jeden Fall einige Caps reparieren. Es gab übrigens an der Stelle kein kleineres Set. Also ich wollte tatsächlich nichts Kleineres kaufen. Theoretisch müsste jetzt halt hier so ein Loch drin sein, wo ich quasi den Stenz hier durchdrücken kann. Aber das Loch ist ja nicht da. Oder ich bastel mir das jetzt halt selber, indem ich da selber ein Loch einstanze, ne? Okay, so weit habe ich es jetzt geschafft. Und jetzt muss ich halt nur es noch schaffen, dass das auch dadurch passt. Oha, guck mal. Das sieht ja wohl hochprofessionell aus. Aha, fertig. Halbwegs professionell sieht's aus. Aber es ist halt nicht so professionell festgemacht. Also ich habe es jetzt wirklich mit einer Zange so klein gedrückt, dass es sich quasi verschlossen hat. Und professionell sieht's aus, aber ist halt wirklich die Frage, wie lange es hält, ne? Das ist natürlich halt, ja. Ich finde, es sieht schon gut aus, aber es ist sehr schwer doch selber zu machen. Ha, schade. Jump. Und schwupps, ist es auch schon wieder dunkel. Wir sitzen im Auto und fahren gerade zu Anne und Team. Mhm. Beziehungsweise sind eigentlich jetzt in 4 Minuten da. Es ist ein richtig schmuddeliges Ekelwetter. Aber ja, wir machen uns einfach einen ganz gemütlichen... Perfekt, um sich auf die Couch zu lümmeln. Genau, um auf die Couch zu lümmeln. Meine Stimme geht gerade weg. Oder spielen ein bisschen... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Voice Crack. Und bestellen was Leckeres zu essen. Und ja, machen uns einen gemütlichen Abend. Ich freue mich. So, wir sind angekommen, Freunde. Und alle drei hier, also ich auch, alle vier, um Mauis Babykamera drumherum hier versuchen einzuschlafen. Er lächelt einfach sich selber in den Schlaf. Ja. Ach, der Kleine. Wir bestellen uns jetzt erstmal was zu essen und beobachten noch ein bisschen. Oh. Wow, Babe. Wow, jetzt gibt's sogar. Ich esse heute das erste Mal Curry, Leute. Du hast jetzt wirklich das Curry? Ja, natürlich. Du hast gesagt, probier, dann probiere ich. Ja, klar. Nee, also heute das erste Mal, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Also wenn meine Mama das sehen würde, ich esse Brokkoli freiwillig. Die wär wirklich stolz auf mich. Hebrä macht gesund. Alter. Ja, alles für die Diät, Freunde. Guten Hunger. Hallo Freunde, guten Morgen oder Mittag, je nachdem wie man es sieht. Für uns eher schon Nachmittag, denn es ist 3:15 und für uns geht's jetzt ab nach Koblenz. Und die Insider hier auf dem Kanal wissen, was das bedeutet. Ich zeig nur mal ganz kurz so in die Richtung so. Ich freue mich sehr, let's go. Freunde, auch richtig gesund. Ihr wisst ja, wir lieben Aronia Plus. Und da wir jetzt ja bald auf große Reise gehen, leiten wir uns ein bisschen vor. Leute. Ey, wir haben das vor 5 Jahren oder so, nee, länger. Ja. 7 Jahren. Da hatten wir uns in einer alten Wohnung gewohnt. Haben wir das erste Mal, da war ich richtig krank. Boah, ich liebe diese Dinger. Einfach vorbeugend. Wir haben so Angst, dass wir vor unserer Reise, die jetzt kommt, noch krank werden. Deswegen nehmen wir das jetzt vor, maßnahmenmäßig. Geil, schmeckt echt gut. Krass. Energie. So, jetzt düsen wir los. Mancher Rücken wird heute ein wenig entzücken. Was? Meiner. Das war jetzt ein harter Cut, aber wir sind da und meine Frau ist halb nackig, denn heute... Was? Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Sorry. Hallo. 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 Wir machen heute das, was ich euch letztens im Vlog schon erzählt habe. Ja, wo wir ja schon mit angefangen haben hinten, ne? Fade. Ja, und jetzt ist es richtig kalt, Schatzi, aber du schaffst das. Fertig. Sei ehrlich, hast du Freunde dabei? Ein bisschen. Das tut mir auch irgendwie leid. Also ich hab schon auch Empathie. Es geht los, Freunde. Schatz, du schaffst das. Sie ist jetzt schon weggetreten. Ich halte jetzt mal so, damit man nicht schon zu viel sieht. Schatzi, wie fühlen Sie sich nach dem ersten Schwung? Nee, das ist... Oh. Da, oh. Doch. Oh. Oh, nee.
Nee, doch nicht. Aber es geht. Bei jeder Stelle denkt man sich so, geht das jetzt oder geht es nicht? Aber wir sind alle sehr stolz auf dich schon. Das ist bisher schon sehr gut gemacht, wirklich. Ein Rücken ist ein Ding. Aber nee, ja, je nachdem, aber wie halt die dick die Haut ist, ne? Ja. Und das Fettpolsterchen bei dir. Spaß. Bitte was? Bitte was? Wey, du hast es geschafft. Also ich habe es ja gerade schon gesehen, es ist eine 10 von 10, wirklich. Dein Gesichtsausdruck. Oh mein. Oh mein Gott, ich kann es ja nie richtig sehen, aber Alter. Ja, das ist das bei Rückentattoos natürlich, ne? Man kann sich jetzt das nicht so... Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Jetzt komm ich dran. Ich fand es gerade so lustig, wie du hier einfach ohne Schuhe liegst. Ja, ich mach's mir hier gemütlich, ne? Also überall, wo er die Schuhe auszieht, fühlt er sich wie zu Hause. Ja, das freut uns. Ja, siehst du. Sein patchy Arm wird auf jeden Fall immer mehr. Ja. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Wir sind jetzt Essen, Freunde. Ganz entspannt in Koblenz. La Mama. Ich hab XXL-Penner. Ah, guten Hunger, Leute. Oh, das sind wirklich XXL-Penner. Lasst euch schmecken. Guten Hunger. Wir sind jetzt ready, Leute. Jetzt geht's. Oh, es ist so ruhig hier, so leer. Jetzt geht's ab zum Auto und dann ab nach. Oh, da ist jemand. Nein, jetzt ab nach Hause. Na, Jules, wie fandst du's? Juli? Okay, danke. Oh, hallo. Ich bin noch am Schmatzen. Oh, hallo. Hallo. Was hast du denn jetzt gedacht, wenn ich rede? Ich weiß nicht, was du so gesagt hast, wenn da jemand kommt. Freunde, wir sind gerade im Sprint mit Essen Richtung Büro. Wir haben um 13 Uhr einen Termin. Ich wollte gerade sagen, guck mal, der Termin ist um 13 Uhr. Wir sind da. Und wir sind pünktlich da. Das ist die Hauptsache. Ja, ich komme. Ist ja gut. Sorry. Wir suchen gerade was, Freunde. Was Besonderes für euch. Können wir aber noch nicht verraten. Zurück zu Hause, Freunde. Bin ich Reparaturlaune, denn ich habe... Ich muss arbeiten. Ich muss dich verbannen jetzt. Oh, verdammt. Das musst du morgen machen. Okay, dann während du da denkst, gib mir 30 Sekunden. Oh Gott, das ist sehr billig verpackt. Aber ich habe einen neuen Griff bestellt. Für die Terrasse, denn der ist ja locker und hier abgebrochen. Und das hier ist der neue. Und wenn es theoretisch sein sollte wie Anleitung auf der Internetseite, dann müsste ich jetzt nur... So machen. Zack. Ha. Was sagst du dazu? Repariert. Einfach. Jawohl. So einfach kann das Leben mal sein. Was hast du gesagt? Du bist eine ganz schöne freche Maus. Weißt du, ich repariere das. Ich habe hier deine Lampe repariert. Einfach so. Du bist der krasseste. Und da krieg ich nicht mal ein richtiges Dankeschön für. Ja, ist klar. Ey. Frechheit. Oh. Guten Morgen. Wow. Ich bin richtig geklatscht. Ich bin so müde. Meine Haare stehen kreuz und quer zu allen Seiten, weil ich mir gestern Abend Öl auf die Kopfhaut gemacht habe und das ja immer über Nacht einwirken lassen. Danach sehen die am nächsten Morgen immer aus wie Kraut und Rüben. Aber boah, diese Hecke hier im Hintergrund, das regt mich richtig auf, wenn ich das jetzt so sehe hier im Vlog. Schaut mal, seht ihr, wie braun die ist? Natürlich seht ihr das. Normalerweise ist die so schön grün wie da oben, aber die Hecke, die gehört ja theoretisch nicht uns, sondern dem Nachbar, der quasi dahinter wohnt. Wir kennen die aber auch nicht. Auf jeden Fall kam der Nachbar jetzt letztens irgendwann mal bei uns klingeln und meinte so, er müsste halt seine Hecke schneiden. Und wir so, nee, warum die? Also die war jetzt nicht so, dass die bei uns hier rüberstehen würde, sondern die war halt einfach buschiger, ja, aber es hätte uns jetzt nicht gestört. So. Und ich meine, von seiner Seite aus sieht er es ja nicht. Dann meinte er so, doch, doch, das muss er machen. Keine Ahnung, er hat es gemacht und jetzt hat er sie, glaube ich, zu kurz geschnitten und jetzt ist sie kaputt. Because sie ist braun. Und sie wird doch nicht mehr grün, so wie das aussieht. Also ich glaube, man kann Hecken ja kaputt schneiden, wenn man es falsch macht und ich glaube, das hat der YouTuber getan. Und jetzt schauen wir hier immer auf so eine braune Hecke und nicht mehr auf eine grüne. Ah, random Bush-Talk am Morgen, aber egal. Ich trinke gerade meinen Kaffee und heute ist seit einer Woche endlich mal wieder Sonne. Also ich bin auch hier locker flockig unterwegs. Die Türe ist offen. Oh, ich kann die Vögel wieder hören. Rausgesetzt habe ich mich jetzt heute noch nicht, weil hier alles noch nass ist, aber oh, das ist so schön. Ich merke direkt, wie ich wieder gute Laune habe. Ich habe die letzten 4 Tage so schlechte Laune schon wieder gehabt. Naja, habe auch direkt eine Waschmaschine angeworfen, damit die vor unserem Urlaub alles gewaschen ist. Geil. Ganz eventuell kündigen wir euch auch heute an, wo es für uns hingeht. Prüßchen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind heute shooten. Wir sind heute shooten. Und sind auch schon an der ersten Location angekommen. Und Frau Mahoney macht eine Story. Go, Babe! Du schaffst das! Woo! Das hört sich jetzt total an, als wäre es aus so einem Motivationssprüchebuch oder so, ne? Aber das Wichtigste ist, auch wenn das jetzt gerade ein Scherz war natürlich mit dem Go, Babe, ne? Aber das Wichtigste ist, euren Partner, eure Freunde, eure Familie immer zu supporten und zu unterstützen, ne? Klar, Witze kann man auch machen. Bin ich auch ein großer Fan von, aber grundsätzlich immer supporten, unterstützen.
unterstützen und gerade auch bei Sachen, die vielleicht am Anfang ein bisschen verrückt klingen, auch mal so vielleicht mal so ein bisschen Motivation geben. Ne? Ist wichtig. Weil überlegt euch mal, wenn das bei uns keiner gemacht hätte damals, dann wären wir vielleicht nicht selbstständig geworden. Und jetzt sind wir schon seit 4 Jahren selbstständig. Dafür erstmal ein ganz, ganz dicker Dankeschön raus an euch. Aber ja, das ist so, wie das Leben manchmal so spielt. Manchmal muss man halt auch ein Risiko eingehen, einfach mal was Verrücktes machen. Und dabei können einem auch Freunde, Familie und alles helfen, indem man sich gegenseitig unterstützt. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Ja, sieht der Baum auch so. Was ist denn jetzt los? Super unangenehm. Hä? Was ist das? Vor allen Dingen auch so laut. Hört sich an wie ein Feueralarm, aber woher denn? Boah, das wird ziemlich... Oh, das geht jetzt wieder los, ne? Das wird ein ziemlich unentspanntes Shooting. Ja, wir haben gerade Dingens bekommen, war Probealarm. Auch Benachrichtigung auf die Handys, also Probealarm, alles entspannt, alles gut. Jetzt wird weiter geshootet. Oh, das war ein harter Cut. Tut mir leid, das ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr zeigen vom Shooting, aber jetzt sind wir einkaufen. Geil. Okay. Ich habe mir übrigens eine Palette Gönnergy mitgenommen. Das ist tatsächlich mein absoluter All-Time-Favorite, weil der schmeckt wie Pfirsich-Wassereis. Das ist Stangenwassereis. Richtig krank lecker. Also muss man wirklich sagen, Props gehen raus. Zeig dich bitte für den Vlog. No. Du bist so ein Dulli, wirklich. Oh, mein Oberteil. Es ist komplett überall in deinen Hals runtergelaufen. Wir haben gerade hier unser Aronia genommen, unsere Vitamine. Bei Frau Mahoni ist was schiefgelaufen, würde ich sagen, ne? Ich trinke in der Zeit Fanta Zero. Nochmal als Diät-Tipp an alle, fangt an, Zero-Getränke zu trinken. Wenn jetzt jemand im Kopf hat, Hilfe, nein, beursacht Krebs, dies, das, Ananas, alles nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Es gibt seit Jahren Studien dazu, dass Zero-Getränke keinen Krebs verursachen. Und sie helfen euch einfach, Kalorien zu sparen. Und die ihr spart, könnt ihr dann nämlich verwenden für sowas, Freunde. Wow! Das sieht aus wie die leckerste Marzipanschnecke überhaupt. Und da werde ich jetzt reinbeißen, Freunde. Oh mein Gott, die sieht wirklich so wow. Wow, guck mal, wie dieses Glacial, dieses Glänzen, Alter. Boah. Wow, Hammer. Ich muss sagen, zu den Zeiten, als ich gearbeitet habe, noch, war das Beste, wenn jemand Geburtstag hatte und der Teilchen oder Donuts oder so mitgebracht hat. Ne? Kostenlose Donuts war für mich, ja, es war Endlevel-Tag. Kostenloses Gebäck oder Kuchen oder, boah, Wahnsinn. Sehr köstlich, Freunde. Diese Frau ist wirklich, kommt die gerade zu mir und sagt einfach, warum machst du den denn weg? Ich meine, ja, es geht dir besser, aber den hätte man doch noch stehen lassen können. Aber das ist doch viel lustiger, wenn wir sowas machen. Lass mich hier. Ja, bei mir ist halt schlimmer, mal, also besser, weil ich... Der war nicht mehr ganz on top und so langsam muss mal wieder hier Ordnung einkehren. Okay. Mir ist schwindelig. Ui, mir geht's nicht so gut. Hallo. Wie geht es dir? Nee. Du musst richtig drücken. Hallo, was geht ab? Leute, herzlich willkommen, lass mal Daumen nach oben da. Yeah, woo. Na, eine Runde. Eine Runde, woo. Oh, warte, ich mach eine Runde. Auf geht's, einsteigen, neue einsteigen, Runde. Eine Runde. Haltet euch fest, jetzt geht's los. Juhu, lacht aber, ich reiß noch einmal schneller. Woo. Ja, genau so, Jules, ne? Deine Mama ist verrückt. Wirklich. Juli, ich sag dir jetzt mal eins. Kannst dich über so bellen. Wenn du im Garten bist, musst du. Oh mein Gott, guck mal, das findet er richtig komisch. Schatz. Wenn du im Garten bist, musst du still sein. Das findet er richtig komisch. Ui. Schatzi, mach mal Sitz. Schatzi, mach Sitz. Juli, Sitz. Ja, fein, Baby. Er hat richtig Angst. Oh ja, und daher, guck mal, sein Schwänzchen wackelt doch. Ja, gut, wie geht der Juli da? So, ich muss euch aber noch was zeigen, Freunde, denn ich habe mir was Neues gekauft. Endlich mal, weil mein Alter war wirklich hinüber. I got a new bag, a new Koffer, and he got so much nice stuff. My wife can come and show it to you with me. This has very much stuff. Und zwar, wir machen das jetzt so ganz schnell durch. Erstmal gucken, wie krass der rollt. Kein Mucks, kein Ton, kein Crash, kein gar nichts. Guck mal jetzt hier. Erstens, ich habe hier alles codemäßig richtig krass. Hier, guck mal. USB-Ladeports direkt, um zu laden. Buds. Fahr. Laptopfach. Direkt mit Powerbank-Ladefunktion. Nebenfächern. Alles Wichtige kann man hier reinpacken. Ganz easy. Zack, wieder zu. Hier haben wir einen Getränkehalter für den Starby am Flughafen, weil ich sehe mich da schon mit, ne? Starby, zack, rein und dann. Ich sag ja, der Koffer ist eigentlich was für meine Frau, aber sie will ihn nicht. Dann hier, absolut episch. Guckt euch das an. Handyhalterung. Einfach hier Handyhalterung rein. Hammergeil. Krass. Und das Ganze für nur 29,95 €. Ich wollte gerade sagen, und das Ganze für nur 537 Euro. Nein, Spaß. Der Koffer hat 145 Euro gekostet. Das finde ich okay. Der ist stabil, der ist geil, der sieht schön aus. Super. Krass. Ja, du zeigst dir ständig neue Bücher. Ich habe mir jetzt halt mal was Vernünftiges gekauft. Bitte,
Was? Alter, was? Was? Was hast du gerade gesagt? Was habe ich gesagt? Du zeigst ständig neue Bücher. Ich habe dir jetzt mal was Vernünftiges gekauft. Für mich mal was gekauft, nicht vernünftig. Also ich sag dir mal was. Jedes einzelne Buch, was da drin steht, ist vernünftiger als dieses Ding. Also das ja wohl. Außer Fallen Princess. Aber sonst ach, jedes Buch. Ich hätte die arme Monakasten noch nicht so. Ey Leute, was sagt ihr zu meinen Haaren? Ich finde die jetzt irgendwie doch ganz nice so eigentlich. Bist du wieder in dieser Phase, wo du die Kamera wirklich so nah... Ja, sogar noch mit... Hey! Okay! Wow! Ja, musst du rechnen, Spaß. Hallo. 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 Tada! Ja! Wir zensieren das da. Wir fliegen. Nochmal zensiert, Freunde, wir müssen euch jetzt... Zensieren! Freunde, ihr müsst natürlich auch noch erfahren... Freunde, ihr müsst natürlich noch erfahren, wo es hingeht. Wo geht's denn hin? Das wollen wir jetzt euch sagen! Ja! Könnt ihr euch bitte nicht vorher noch verletzen? Entschuldigung, ja. Bevor wir hinfliegen, na! Ja! Ja! Für uns geht's nächste Woche, 8 Tage nach. NYC, guys! We're looking for New York! Bim, 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 bim! Let's go, let's go to here! We're going international, you know? Yeah! Like, actually, we fly to New York. Yes, guys! Und nein, Freunde, wir freuen uns wirklich sehr. Das ist für uns alle so eine Lebensbucket. Mann, lass mich doch mal hinreden! So eine Lebensbucket-Reise, ne? Also. Once in a lifetime! Der eine, der war schon. Genau. Hallo, Mona, wir Mann, jetzt halt's Maul, Mona! Ach so, ich will nur lachen, das ist es. Nein, klappt man das? Genau. Ah, super. Nee, Freunde, Re-Rap jetzt. Warte mal, kommt mal ein bisschen runter jetzt. Was machen die denn da jetzt im Hintergrund? Das ist ja ganz eklig. Was macht ihr da? Kuscheln. Nein, Freunde, aber wir haben uns... Freunde, wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr und sind sehr, 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 sehr dankbar, dass wir das machen können und machen dürfen. Und ja klar, natürlich war auch schon jeder andere gefühlt in New York, aber für uns ist es halt der Kindheitstraum von uns allen und wir sind sehr froh, das zu machen und wir finden das sehr krass. Und es ist das erste Mal Interkontinentalflug. Leute, wir haben einfach Food on the board. Ja, das erste Mal. Not a sandwich, a really not only water, food. Freunde, das war and krass. Trotzdem, we're packing a lot of snacks. Oh, yes. Oh nice. Yes. Das wird geil! Schreist du immer so, Leute? Schatz. Leute, ich hab dich gerade... Weil ich hype bin. Ich bin auch hype. Dann schrei, das tut gut. Ja. Nein. Schrei mal richtig, Moment. Kannst du das so richtig laut? Klar. Mach mal. Wenn ich Hans, mach mal bin. Vor. Julia, Digga! Jetzt bist du, Vicky. Los, du. Okay. Ich hab Hans nicht. 3, 2, 1. New York, Digga! Schatz, jetzt ist du da los! Schatz! Du bist dran jetzt! New York! Okay, Leute, das wird krass. Das wird krass. Ich weiß nicht, ob man verstanden hat, wo wir hinfliegen, oder? Nein, ich weiß auch nicht. Das war krass. Und das war's mit dem Vlog.